Herzlich willkommen, liebe Tauchen Digital Bühnen-Talk-Gäste. Ich liebe diesen Satz. Heute sind wir drin, und zwar drin zum Tauchen, immer noch drin in Deutschland. Und wir haben uns in die Kölner Ecke begeben. Wo genau wir sind, das wird uns der Sebastian Reinwald gleich erklären. Sebastian, erstmal herzlich willkommen und erzähl doch mal, was es mit dir und all dem drumherum um dich da auf sich hat. Ja, hi Alex, schön, dass ich hier sein darf auf der digitalen Bühne. Ja, ich sitze hier für Style for Life. Das wird auch zukünftig immer so sein. Viele haben sich gefragt, im Endeffekt schon in der Vergangenheit, was es damit auf sich hat. Seit kurz vor Corona, leider ja, kam das so ein bisschen dazwischen, bin ich in Style for Life tätig. Das bedeutet, Blue Marlin aus Köln, da kennen mich die meisten ja her. Da bin ich ebenfalls auch noch als Geschäftsführer tätig, bin aber im Grunde im operativen Bereich selten vor Ort. Man sieht mich immer mal am See, aber da werde ich ja wunderbar, wurde ich durch unsere wunderbare Dani ersetzt, die ihr auch ja hier im Talk für Köln noch sehen werdet. Und ich bin jetzt im Grunde seit Februar 2020 als neuer Geschäftsführer hier im Style for Life tätig. Das bedeutet, ja, deshalb nicht verwirrt sein. Es schlagen sozusagen schon jetzt zwei Herzen in meiner Brust. Ja, und ich freue mich, euch jetzt gleich das Style for Life ein bisschen vorzustellen. Vorher noch natürlich leider die Frage, die sein muss, Corona, aktuelle Lage, wie schaut's aus? Mit euch und den Öffnungszeiten? Ja, im Moment sind die Öffnungszeiten eher mau. Wir haben jetzt zwar die letzten Tage mehr gearbeitet, als wenn wir aufhaben, um die Tauchen digital vorzubereiten. An dieser Stelle. Genau. Nee, aber wir haben natürlich leider komplett geschlossen. Das heißt, hier der ganze Komplex, das Indoor Center ist geschlossen bis, ja, wir hoffen vielleicht März, April, wir wissen es nicht, so wie alle anderen. Haben also im Moment tatsächlich den Betrieb komplett eingestellt, haben die Zeit aber sehr, sehr sinnvoll genutzt, haben eine neue Website gemacht und sehr viel Hintergrundarbeit geleistet. Ja, und hoffen, dass wir jetzt bald wieder aufmachen dürfen. Ja. Dann, liebe Zuschauer, schaut mal auf der Website vorbei. Bevor wir aber, beziehungsweise bevor ihr hier wegklickt und euch durch Style for Life auf der Website oder auf dem digitalen Stand klickt, gehen wir doch einfach mal in die Live-Show fort. Ja, dann starten wir mal mit einem mit einer kleinen Vorstellung. Wir schauen uns erstmal das Ganze von oben an. Das heißt, ihr seht jetzt hier die ganze Location. Wir sind das Indoor Center in Siegburg. Das bedeutet, das ist so 20 bis 30 Minuten von Köln entfernt, auch nur ganz kleines Stückchen von Bonn im wunderschönen Siegburg. Und dort sitzen wir in einer großen Anlage mit Indoor-Tauchcenter, mit Hotel. Das seht ihr oben in L-Form im Endeffekt. Das ist der Hotelkomplex, das Runde in der Mitte. Unschwer zu erkennen, wie auch die Beckenform ist. ist also das Style for Life Indoor Center. Das größte beheizte Indoor-Tauchcenter in Deutschland, 20 Meter tief, also richtig, kann man richtig ordentlich drinne tauchen. Wie viele ja schon gesehen haben, wir haben so eine versunkene Stadt da. Das bedeutet, auch unter Wasser ist es jetzt nicht ein normales Becken, sondern es gibt auch unter Wasser, sage ich mal, einige Attraktionen, einige Dinge zu erleben, aber dazu später noch mehr. Auf der rechten Seite seht ihr das Freibad von dem Runden. Das ist im Endeffekt der Ausgangspunkt. Auf der linken Seite die Rutschen, unschwer zu erkennen. Da rutschen natürlich nicht die Taucher durch mit Ausrüstung, sondern ja, vielleicht auch mal eine Maßnahme. Genau, sondern eher für die zum Beispiel nicht tauchenden Gäste oder Hotelgäste. Die können also sich in diesem gesamten Komplex bewegen, können schwimmen gehen, Wellness machen und natürlich dass die schönste Aktivität tauchen bei uns im Tauchcenter. Heißt also, lass mich da kurz nochmal einhaken und eingrätschen, dass letztendlich für die gesamte Familie eigentlich tatsächlich ein Ausflug hin bis wert wäre, weil Spaßbad, Schwimmbad, wie du schon gesagt hast, ein bisschen Wellness wird es wahrscheinlich auch geben. Rundumprogramm, oder?
Genau, also es ist tatsächlich für die ganze Familie, für Taucher, Nichttaucher im Grunde eine perfekte Location. Für einen Kurzurlaub, für ein Wochenende oder natürlich, wenn man nicht von so weit herkommt, auch absolut lohnenswert, einfach einen Tag bei uns zu verbringen. Also im Grunde, ja, genau wie du sagst, Tauchen und Wasserspaß für die ganze Familie. Lass uns doch tatsächlich, weil wir jetzt mal draußen sind, bevor wir jetzt nach drinnen gehen, ein bisschen was zu Siegburg sagen. Wenn ich tatsächlich, also wenn jetzt jemand aus der Berliner Ecke oder aus der bayerischen Ecke noch zu euch kommen will, was kann er denn noch machen? Beziehungsweise, also ich kann auf alle Fälle tauchen gehen bei euch, das schon, aber bloß wegen vielleicht einen Tag tauchen lohnt der Ausflug, für manche lohnt sich schon, für andere vielleicht nicht so wirklich. Was hat denn die Siegburger Ecke noch zu bieten? Ja, also man kann natürlich auch 2 Tage tauchen. Ja, verdammt. Das war die Wäre die Lösung. Empfehlung. Nee, also ich würde sagen, dass der ganze Bereich Siegburg oder die Stadt Siegburg und die Umgebung vor allen Dingen einfach landschaftlich super schön ist. Das bedeutet, man kann tolle Ausflüge machen, im Grunde einfach wandern gehen in der direkten Umgebung, schon vom Indoor Center, wenn man 5 Minuten fährt, 10 Minuten aus Siegburg raus, hat man wunderschöne Wanderrouten. Kann eine Burg, eine alte Burg sich anschauen, die man vom Indoor-Tauchcenter aus sehen kann. Oder man hat natürlich die großen Städte, dann Bonn direkt in der Gegend, man hat Köln natürlich auch direkt um die Ecke. Und ja, aber ich sage mal so, für die Outdoor-Sportler, wie es ja viele Taucher sind, ist, glaube ich, vor allen Dingen so das Wandern in der Natur halt einfach eine super Gelegenheit in der Gegend. Gut, Genau. schmackhaft gemacht, dann lass uns vielleicht doch einfach mal nach innen schauen. Ja, schauen wir erstmal, bevor wir dann ins Becken gleich abtauchen, einmal ins Hotel. Und da seht ihr dann, wir haben im Grunde in der Hotellobby, das ist so sehr, sehr schön gestaltet. Also es ist 3,5 Sterne hat das Hotel. Die meisten Taucher sind ja jetzt aus Ägypten oder ähnlichem, je nachdem, wo man dort unterwegs ist, gar nicht so super, sage ich mal, auf den Luxus aus, sondern wollen einfach eine schöne Unterkunft und da kann das Friendly City Hotel mit den 3,5 Sternen ganz easy mithalten. Es ist also super sauber alles, ganz schön auch geschmackvoll eingerichtet und es gibt dann, ja. Das Hotel an sich, ich weiß es, weil ich schon öfter da war, ich stelle trotzdem die Frage, das hat sich aber auch schon ein bisschen auf Taucher eingestellt, oder? Genau, also es gibt so Stay-and-Dive-Angebote. Man sieht es auch hier an der Inneneinrichtung. Da ist im Grunde jetzt direkt am Eingang die Lobby, die man sieht. Ne, da sieht man, ist es halt im Korallenriff-Stil, sind die Wände gemacht. Es gibt spezielle Taucherzimmer, wobei die jetzt, ne, die braucht man nicht unbedingt, weil ne, die Ausrüstung kann man auch im Tauchcenter aufhängen. Das bedeutet, in diesen Taucherzimmern gibt es nochmal eine Aufhängestange für Equipment. Würde ich aber gar nicht zu raten, sondern das kann man wunderbar im Tauchcenter lassen, dann tropft es halt auch nicht das Zimmer voll. Dann gibt es natürlich die Angebote Stay and Dive, wo man dann übernachtet im Hotel und gleichzeitig dann bei uns im Center tauchen kann. Was Kannst du da sehr, sehr. eine Hausmarke, so, ich unterbreche dich einfach Ja, immer. alles gut. Ich rede ja auch als Rheinländer immer viel. Nimm's mir nicht übel an der Stelle. Gibt's da, kannst du da eine Zahl nennen, was so eine Übernachtung oder so ein Paket kostet? Als Ja, Beispiel. also ihr findet auf der Taun Digital natürlich jede Menge Messeangebote dazu. Wir haben die Zimmer gehen los, erstaunlich günstig für so ein Hotel mitten in der Stadt in Deutschland und zwar ab 65 Euro pro Doppelzimmer. Das wären die French-Zimmer. Das ist jetzt für den 2,20 Meter Mann vielleicht etwas klein. Da sind nämlich nur schmale Betten drin und die Standardzimmer, die gehen los so bei 80 bis 85 Euro pro Nacht. Inklusive Frühstück, also verhältnismäßig günstig. Ich kann euch das auch direkt mal zeigen, so ein Ja, Standardzimmer. gerne. Genau, ne, das ist ja mehr als man braucht. Ausreichend. Taucher, genau, also absolut ordentlich sauber. Wenn ihr sagt, ihr wollt euch ein bisschen was gönnen und euch eine Suite einfach mieten, da seht ihr hier so eine sehr schöne Suite mit großer Badewanne.
Ja, mit allem drum und dran, was man so braucht. Die liegen dann oder geht los, die Suite so ab 150, 160 € pro Nacht, also auch noch überschaubar. Das gibt es übrigens auch jetzt bei unserem Gewinnspiel hier auf der Tauchen Digital. Da könnt ihr so ein schönes Tauchwochenende bei uns gewinnen und dann eine Übernachtung und 2 Tage tauchen. Und natürlich kriegt ihr dann diese wunderschöne Suite Wow, als von uns. Genau. natürlich doof, dass ich jetzt nicht mitmachen darf, aber Ja. naja, Du halt nicht kannst unter alles einem war. anderen Namen mitmachen. Schauen wir mal. Ja, dann seht ihr im Endeffekt die Zimmer. Brauchen wir jetzt uns gar nicht so lange angucken, weil wir wollen ja vor allen Dingen tauchen und da eigentlich nur schlafen. Was noch ganz interessant ist, ist das Schwimmbad. Da seht ihr das Schwimmbad, was dann im Endeffekt durch die Stadtbetriebe Siegburg betrieben wird. Da sind wir zum Beispiel auch vom Indoor Center. Sonntags abends immer mit unserem Club drin zum Schwimmbadtraining. Bedeutet, haben halt wirklich da alles unter einem Dach. Und alle Hotelgäste können in dem Schwimmbad auch schwimmen. Das ist also in den Zimmerpreisen inklusive. Die können das Freibad nutzen, die können die Sauna nutzen. Hier natürlich dran denken, wir haben 20 Meter Tiefe. Ne, wir sollten natürlich, wenn wir 220 Meter Tauchgänge gemacht haben, nicht dann den ganzen Abend uns in die Sauna setzen. Ne, aber schwimmen, sage ich mal, und entspannen ist natürlich auch für die Taucher nach dem Aber Tauchen. schick, dass auch das im Zimmerpreis mit enthalten ist. Ja, Genau. das Angebot, ja. Ne, ihr seht jetzt im Endeffekt dann auch schon, wenn man rechts durch die großen Scheiben guckt, da sieht man auch schon den Tauchturm so durchflimmern, sage ich mal. Da oben die große Verglasung, da geht es dann in den Tauchturm. Ja, ich würde sagen, schauen wir uns den mal an, Lass oder? uns mal Richtung Tauchen gehen, genau. Wir haben so einen kleinen Rundflug für euch vorbereitet. Das heißt, Sehr schön. wir starten im Endeffekt mal am Check-in-Bereich und machen erstmal so einen ja, kleinen Durchflug. Hier seht ihr schon den Aufenthaltsbereich, also großzügige Tische und dann links die Flaschen, erzähle ich nachher noch was zu und dann geht es auch schon in Richtung Turm. Hier seht ihr ja, 20 Meter Tiefe, 18 Meter haben wir Durchmesser im oberen Bereich, 3 Millionen Liter Wasser drin. Wie ihr seht, glasklare Sicht. Das heißt, wir haben im Grunde Freiwasserfeeling, aber super Sichtweiten, 365 Tage im Jahr und es ist schön warm. Das heißt, auch jetzt, wenn man tauchen dürfte, also auch im Winter, einfach ein tolles Tauchgewässer. Wir haben letztes Jahr nochmal groß umgebaut, da zum Beispiel die MY Mahdi, dieses große Wrack, was man dort sieht, ist neu drin, kann man auch durchtauchen. Und hier seht ihr jetzt die flache Plattform, die auch neu ist und alles im Endeffekt mit Kunstfelsen gestaltet. Das heißt, wir haben da wirklich versucht, so eine versunkene Stadt der Maya abzubilden, dass man unter Wasser also auch etwas erleben kann. Was ist denn die Wassertemperatur, weil du vorhin gesagt hast, es ist ganzjährig warm? Was habt ihr Ach, so? Was? Temperatur habe ich vergessen zu sagen, die ist 26 Grad, also sehr, sehr schön warm. Ich sage mal, man kann ganz easy mit einem 5 mm tauchen, manche hartgesottene tauchen mit dem Shorty auch, viele Tauchlehrer tauchen mit einem 7 mm oder mit einem Trocki, aber es reicht absolut ein 5 mm Anzug, also im Verleih haben wir auch 5 mm Anzüge. Wenn man viele Tauchgänge macht, kann man noch eine Hooded Underwest leihen, also einen Unterzieher mit einem dünnen Häubchen dran. Aber es ist wirklich ja, sehr, sehr gut von den Tauchbedingungen her. Jetzt hast du gesagt, man kann ja tatsächlich, weil ihr an Außenbedingungen nicht gebunden seid, wie sind denn, wenn keine Corona ist, wie sind denn die Öffnungszeiten? Habt ihr das ganze Jahr über offen? Genau, wir haben, wenn genau wie du sagst, nicht gerade ein Virus unterwegs ist, haben wir 363 Tage im Jahr von 10 bis 22 Uhr geöffnet. Das heißt natürlich Wochenende, Feiertags, also wir haben im Grunde immer auf, außer an Heiligabend und Neujahr. Okay. Ansonsten haben wir jeden Tag 10 bis 22 Uhr geöffnet. Sei euch Genau. gegönnt. Wie viele Genau. Taucher? Gibt es tatsächlich so eine Zahl? Also jetzt frage ich einfach mal, weil es mich interessiert, wie viele Taucher passen denn rein? Oder wann sagt ihr Schluss, Deckel drauf, im übertragenen Sinn, jetzt kommt keiner mehr rein?
Also kann man so ganz genau gar nicht sagen. Es kommt immer sehr darauf an, wie die Konstellation ist. Bedeutet, man kann ja im Becken sehr, sehr gut freitauchen, sehr, sehr gut Geräte tauchen. Und es kommt immer darauf an, wenn es jetzt geschlossene Gruppen sind, also ob es geschlossene Gruppen sind, ob es Tauchschulen sind. Also so eine richtig feste Zahl, wie viele gleichzeitig rein können maximal, haben wir in dem Sinne nicht. Jetzt durch die Corona-Beschränkungen haben wir natürlich das komplette letzte Jahr mit Limitierung gearbeitet. Es dürften laut der Landesverordnungen bis zu 70 Taucher rein. Das wäre aber uns zu viel gewesen und haben es deshalb auf 40 Taucher pro Tag beschränkt. Das bedeutet, ne, wenn wir 70 drin haben, dann ist es schon zu voll und wir wollen natürlich, dass halt die Sicherheit gewährleistet ist und deshalb arbeiten wir im Moment mit 40 Personen. Ja, das wird wahrscheinlich auch 2021 ja noch so weitergehen. Ne? Das heißt, genau. Jetzt sind 40 Taucher natürlich eigentlich schon doch relativ viel. Wie ist denn die Anmeldung? Wie erfolgt denn das Anmeldeprozedere bei euch? Muss ich mich vorher registrieren? Muss ich anrufen? Muss ich sagen, ich will kommen? Darf ich kommen? Oder wie funktioniert das? Das funktioniert über unser Buchungssystem. Das bedeutet, man kann verschiedene Tickets buchen. Wir haben natürlich das beliebteste Ticket ist die Tageskarte. Die geht von 10 bis 18 Uhr. Wenn man also den ganzen Tag da ist, das ist immer Non-Limit-Tauchen sozusagen. Das bedeutet, man kann sich so viele Flaschen nachnehmen, wie man möchte. Muss dafür also nicht extra bezahlen. Und bei so einer Tageskarte schafft man, sage ich mal, ganz entspannt so 2 bis 3 Tauchgänge ganz easy. Manche machen auch 4. Aber das ist so das Haupt- oder das beliebteste Ticket. Das geht los so bei 40 Euro. Das bedeutet, unter der Woche seid ihr mit 40 Euro dabei, könnt den ganzen Tag bei uns verbringen. Ausrüstung kann man natürlich leihen vor Ort. Da haben wir über 50 Scuba Pro Ausrüstungen. Das kann man auch alles über das Buchungssystem auf buchung.diveforlife oder über die Website gelangt man natürlich zu dem Buchungsportal, kann man das buchen. Dann haben wir 4-Stunden-Tickets. Die haben wir jetzt auch aufgrund Corona uhrzeitmäßig in so Slots aufgeteilt. Das heißt, man kann 10 bis 14 oder 14 bis 18 Uhr dann das 4-Stunden-Ticket buchen. Und für alle aus der Region, für die Tauchschulen sehr beliebt, kann man den Abendtarif buchen. Da ist so ein kleiner Geheimtipp auch für die, die das Video sehen. Da ist es meistens natürlich etwas ruhiger. Bedeutet, gerade jetzt in der Corona-Zeit kann ich sehr empfehlen, bucht die Abendtarife, weil da kann es auch mal vorkommen, dass man nur wirklich mit einer Handvoll Taucher im Becken ist. Das ist dann übrigens von 18 bis 22 Uhr. Allerdings endet um 21:30 Uhr die Wasserzeit, sodass ihr dann noch eine halbe Stunde habt zum Umziehen, Duschen etc. Ganz logisch ist ja. Genau. Jetzt habe ich das Glück gehabt, ich habe einen Slot erwischt und komme zu euch ins Center. Wie geht's denn los? Wie geht's denn weiter? Ja, du kommst im Endeffekt rein. Ich düse einmal mit euch zum Check-in nach vorne. Das Jawohl, ist wieder anschnallen. Genau. genau. Da seht ihr jetzt, fliegen wir einmal nach vorne und auf der rechten Seite, das ist die kleine Check-in-Theke, hinten die Glastür. Das ist im Grunde auch der Zugang zum Hotel. Das bedeutet, da kommt man rein. Dann haben wir hier, sieht man rechts, ja, ein bisschen wie im Supermarkt. Seht ihr, auf der rechten Seite haben wir die Corona-Schutzscheibe sozusagen, wo wir euch dann erwarten. Und an dem Check-in muss man im Endeffekt dann ganz kurz sein Brevet zeigen. Man muss mindestens Open-Water-Diver sein, um bei uns tauchen zu dürfen. Das ist im Grunde autonomes Diver, also Open-Water-Diver, CMAS-1-Stern, VDST-Bronze. Also im Grunde auf dem Normlevel des selbstständigen Tauchers oder Taucherin. Man sollte eine ärztliche Tauchtauglichkeit mitbringen. Die muss gültig sein, entweder die üblichen Regeln, entweder unter 40 3 Jahre oder über 40-Jährige 1 Jahr oder das, was halt euer Taucharzt im Endeffekt drauf vermerkt hat. Wenn ihr keine gültige Tauchtauglichkeit habt, dann reicht wie überall eigentlich in der Tauchwelt das Medical Statement. Da natürlich wichtig, das wahrheitsgemäß ausfüllen.
Und wenn man wenn sich da also keine Bedenken ergeben gegen die Tauchtauglichkeit, dann dürft ihr in diesem schönen Becken abtauchen. Gudi, Genau. jetzt will ich abtauchen. Was habe ich denn, weil du vorhin schon gesagt hast, unendlich Vorrat an Luft. Mit welcher Luft? 20 Meter muss man dazu sagen, bietet sich eigentlich tatsächlich, also aus meiner Sicht, Nitrox an. Gibt es das bei euch? Genau, wir haben Nitrox da. Würden wir gleich einmal uns auch anschauen. Eine Sache noch kurz zu dem Check-in. Was viele natürlich immer fragen, darf ich denn auch alleine in den Becken tauchen? Das ist natürlich eine häufig gestellte Frage und wir legen natürlich besonderen Wert halt auf die Sicherheit im Center und deshalb solltet ihr immer mit einem Buddy kommen. Wenn jetzt aber gerade der Buddy keine Zeit hat oder keine Lust zu tauchen, dann bieten wir entweder Fundives an, also wo man mit Guide taucht. Die sind im Grunde auch fast täglich möglich. Das bedeutet, ab 2 Personen könnt ihr euch einfach melden. Wir vereinbaren einen Termin mit euch. Aber wir haben auch ganz, ganz viele Termine online. Kann man sich einfach dazu anmelden, wo man dann mit Guide geht. Und eine ganz coole Sache, die haben wir ein bisschen von der Dani aus Köln geklaut. da sitze ich ja an der Quelle sozusagen. Das sind die Buddy Dives. Das ist also eine sehr coole Sache. Wir haben einmal so eine Planungsgruppe per WhatsApp. Könnt ihr auch über die Website euch einfach zu anmelden. Kommt dann in diese Gruppe oder bei uns bei Facebook in die Buddy Finder Gruppe. Und dort könnt ihr euch dann mit Gleichgesinnten verabreden und ohne Guide tauchen. Das heißt, dann zahlt man wirklich nur den Eintritt, muss auch keinen Buddy mitschleppen, sondern der kommt selber da freiwillig hin und dann geht man einfach zusammen tauchen. Natürlich gibt es immer, egal ob ihr mit oder ohne Buddy kommt, kriegt ihr immer ein kleines Briefing, eine Einweisung in die Location, in die Sicherheitsmaßnahmen und ja natürlich, wo die Umkleiden sind, wo die Spinde sind für die Wertsachen etc. Und dann kann es auch schon losgehen. Genau. Also mit der Buddy-Geschichte finde ich gut. Ist ja jetzt nicht nur beschränkt auf Dive for Life oder Köln, Fühlinger See. Ist allgemein kann man letztendlich sich einen Buddy suchen über euren Buddy-Finder. Genau, genau. Also kann man einfach genau, sich verabreden. Und diese Buddy-Dives, die findet ihr auch im Kalender dann bei uns auf der Website. Das bedeutet, wenn schon 2 Buddies sich sozusagen gematcht haben, dann, wenn die das wollen, dass noch ein dritter oder vierter Buddy dazukommt, dann stellen wir den Termin im Grunde automatisch bei uns auf der Webseite dar. Dann wissen die anderen, ah, okay, ich brauche jetzt gar nicht in der WhatsApp-Gruppe oder Facebook schreiben, ob einer Bock hat, sondern kann einfach kurz Formular ausfüllen und sich dann diesem Buddy Dive auch noch anschließen. Also ganz locker und entspannt. Eine Sache noch wichtig, hatte ich noch nicht gesagt. Ihr solltet natürlich für den Buddy Dive sage ich mal, einigermaßen taucherisch im Flow sein. Ihr solltet jetzt nicht vor 35 Jahren euren Tauchschein gemacht haben und das letzte Mal vor 28 Jahren im Wasser gewesen. Dann würde ich einen Refresher-Kurs empfehlen. Ne, ihr solltet also so weit fit sein. Wir empfehlen für die Buddy Dives Open Water Diver und 20 gelockte Tauchgänge mal so als ungefähr als Daumenmaß, sage ich mal. Und liebe Zuschauer, an dieser Stelle ein gesundes Maß an Selbsteinschätzung. Genau. Immer dazu. Ja, genau. Bei Selbsteinschätzung sind wir jetzt genau, dann versuche ich ja der Selbsteinschätzung jetzt die Kurve zur Luft tatsächlich zu kriegen. Ja. Nitrox. Ja. Haben wir da. Düsen wir auch einmal rüber. Zur Selbsteinschätzung würde ich sagen, kann man gut sagen, ihr müsst euch überlegen, welche Flasche ihr nehmt. Ihr könnt zu den 5er-Flaschen greifen. Die seht ihr ganz, ganz links hier im Bild. Sind erst weniger in dem Fall. Genau, das sind die ganz kleinen Flaschen. Da habt ihr natürlich die bandscheibenschonende Variante, aber nicht so viel Gasvorrat. Müsst ihr also abschätzen, wie viel ihr braucht. Dann haben wir 8 Liter, also 5er und 8er, hauptsächlich natürlich für die Kinder oder die halt fast gar keine Luft brauchen beim Tauchen. Und daneben seht ihr dann aber unsere Standardflaschen. Das sind 10 Liter Flaschen mit 200 Bar gefüllt. Da haben wir Mono- oder Doppelventile auch da. Das heißt, ihr müsst nicht zwangsläufig, wenn ihr Kaltwassertaucher seid und mal im Warmen taucht, müsst ihr nicht eure Atemregler umkonfigurieren, sondern haben wir im Grunde da, sodass ihr direkt loslegen könnt. Im Hintergrund seht ihr
372.000 Barliter Pufferspeicher. Das heißt, wir können relativ schnell auch füllen. Und im hinteren Bereich, da geht es jetzt weiterhin. Da seht ihr noch so ein paar Stages stehen. Das sind dann die Side-Mount-Tanks. Das bedeutet, die könnt ihr auch vor Ort für 2,50 Euro, leider müsst ihr da on top zahlen. Da haben wir nicht so viele von. Die anderen Flaschen, wie ich eben schon sagte, sind included, kann man sich also immer wieder nachnehmen. Und Side-Mount-Tanks kann man sich dort dann vor Ort im Endeffekt auch mieten, wenn man möchte. Wer seine Training-Ideal. Gutes. Genau. Muss die halt auch nicht mitschleppen. Wer doch sagt, ich möchte mein Doppelgerät testen, ich möchte meine eigenen Flaschen mitbringen, der darf das natürlich machen. Die müssen gültigen TÜV haben, sollten keine Kleinko, also dürfen keine kleinkonischen Ventile haben und sollten jetzt nicht komplett durchgerostet sein, sage ich mal, sondern in gutem Zustand mit TÜV. Und dann kann man die bei uns füllen bis 300 Bar. Links sieht man einen Anschluss in der Leiste, wo wir dann bis 300 Bar mit füllen können. Also wie gesagt, gerne Flaschen mitbringen. Das hatte ich am Anfang gar nicht gesagt. Wenn ihr reinkommt, gibt es zwei Eingänge, findet ihr alles auf der Website. An dem einen Eingang geht man eine Treppe hoch und an dem anderen Eingang, wenn man durchs Hotel reinkommt, kann man mit dem Aufzug fahren. Das heißt, ihr könnt euch so einen Wagen nehmen, Transportwagen, könnt mit dem Transportwagen und dem Aufzug für die fauleren Taucher unter euch euch dann hochfahren. Lass sie uns rückenbewussteren Rücken. Ja, genau. Genau. Ne, ja, dann könnt ihr da hoch. Gut. Ja, dann fragtest du Alex nach dem Nitrox. Da geht es einmal weiter. Weil das muss ja an der Stelle sagen, also auch wenn es letztendlich nach ein bisschen nach Schwimmbad aussieht, sind immerhin 20 Meter. 20 Meter ist jetzt keine zu beachtende Tiefe, die da erreicht wird. Vor allen Dingen tatsächlich nachher noch bei Wiederholungstauchgängen. Und ich kenne es selber von mir und von Besuchen bei euch. Man bleibt auch gern länger mal einfach unten, bis dann der Computer auf einmal sagt, Hase, Deko. Genau, also genau aus dem Grund haben wir seit vorletztem Jahr, muss man ja jetzt sagen, also seit dem Umbau 2019, ganz ordentlich investiert in eine moderne Membrananlage von Bauer. Also modernster Stand der Technik im Endeffekt. Wir füllen damit Nitrox bis, wir können im Grunde bis 36 füllen, bis EAN36. Der Standardmix, der in den Flaschen ist, ist EAN32. Mhm. Das bedeutet, wenn man Nitrox hinzubucht, das ist vom Preis auch überschaubar, bedeutet, wir nehmen dafür im Buchungssystem 2 Euro pro Tag. Das bedeutet halt, es ist recht überschaubar. Dann kann man den ganzen Tag so viele Nitrox-Flaschen nehmen, wie man möchte. Ich gehe noch mal ein bisschen weiter. Dann sieht man einmal rechts auf dem Tisch den Analyzer. Bedeutet auch, den müsst ihr nicht selber mitbringen. Ihr analysiert selber euer Gas vor dem Tauchen, wie ihr es vom Safari-Schiff kennt. Tragt euch in die Liste ein und dann geht ihr entspannt tauchen. Setzt natürlich an der Stelle voraus, im Optimalfall, dass man einen Nitrox-Schein hat oder den tatsächlich vielleicht gleich mal schnell bei euch macht. Genau. Also das sind die beiden Möglichkeiten. Zum einen, was sollte man an Voraussetzungen mitbringen? Genau richtig, wie du sagst, man muss das Nitrox-Brevet haben, egal natürlich von welchem Verband. Das zeigt man dann einfach auch am Check-in und bekommt dann im Grunde Zugang zu dem Nitrox. Wir bieten selbstverständlich auch Nitrox-Kurse an. Wer das in der Form noch gar nicht kennt und Bock hat, das zu machen, auch da haben wir ein richtig cooles Messeangebot geschnürt. Bedeutet, ihr macht den Nitrox-Kurs bei uns im Center unter der Woche oder am Wochenende um 14 oder 16 Uhr und dürft danach noch einen Abendtarif tauchen, bekommt also gratis diesen Abendtarif dazu, bekommt einen Nitrox-Atemregler, leihweise natürlich dazu. Und diesen Abendtarif im Wert dann von knapp 40 Euro mit dem Nitrox-Regler gibt es gratis dazu. Warum Nitrox-Regler? Und zwar, wir leben ja in der EU, in Deutschland und haben da im Grunde spezielle Vorschriften für die Behandlung von
Gasgemischen mit höherem Sauerstoffanteil. Deshalb haben unsere Flaschen ein Sauerstoffgewinde. Das ist ganz wichtig zu wissen, gerade für die Nitrox-Taucher, die sonst im Rest der Welt mit ihren Luftreglern bis EAN 40 tauchen. Das geht bei uns leider nicht, weil wir natürlich da an die Gesetze gebunden sind und ja, konforme Flaschen da stehen haben. Wenn ihr keinen Sauerstoffregler habt, dann könnt ihr den vor Ort für 7 € pro Tag ausleihen. Muss man also dazu sagen, für 9 € wäre ich den ganzen Tag mit Nitrox inklusive Regler unterwegs. Inklusive. Das ist dann letztendlich, was man tatsächlich an der Stelle nochmal sagen muss. Jungs und Mädels, es wird wahrscheinlich die meisten ereilen, wie ich auch einer bin, die nicht unbedingt einen Nitrox-Regler haben, beziehungsweise mit dem Gewinde. Von daher 9 € finde ich immer noch für einen Tagespreis schönes Ding. Genau, mit allem drum und dran. Ja, ja, gut, dann seht ihr noch unsere Scooter. Dazu noch ganz kurz ein, zwei Sätze. Das ist auch natürlich ein kleines Highlight. Ihr seht hier diese wunderschönen Bonex-Scooter. Das macht natürlich richtig, richtig Bock, damit zu fahren. Im See kann man damit fahren, aber natürlich auch bei uns im Center. Wir bieten Kurse natürlich auch auf den Geräten an. Wichtig ist, da müssen wir die Termine immer etwas planen, weil das können wir natürlich nicht machen, wenn größere Gruppen da sind, damit ja, man nicht die anderen Taucher rasiert. Und jetzt, wo die Friseure zu haben, vielleicht gar nicht so schlecht. Aber ne, das heißt, Scooter-Tauchen ist möglich, auch im Center, aber nur nach etwas Terminkoordination. Also wenn ihr mal unter der Woche vormittags oder so Zeit habt, natürlich die beste Zeit dafür. Brauche ich keinen Schein? Kann ich einfach so testen? Nee, braucht man ein Brevet. Ist tatsächlich, wenn man einmal dran gehangen hat, auch, denke ich, für alle verständlich, weil die ja, gehen ordentlich ab, die Geräte. Und das sollte man einmal lernen. Auch natürlich sind es keine günstigen Geräte. Das heißt, wenn man da die falsche Schraube abdreht, ist es eher schlecht, wenn er voll mit Wasser läuft. Deshalb auf jeden Fall entweder Scooter-Brevet schon haben, dann gibt es eine Einweisung auf unsere Geräte oder das einfach bei uns machen. Kann ich jedem nur empfehlen, tatsächlich an dieser Stelle. Es ist ein Nutzspruch. Aber auch wie du sagst, man ist verdammt schnell auf 20 und noch verdammt schnell wieder ganz nach oben. Genau. Mit diesen Dingern. Jetzt haben wir das Theoretische ringsrum mal so detailliert beleuchtet. Mhm. Jetzt würde ich mal sagen, zeig uns doch einfach mal, was uns im Becken, beziehungsweise zeig uns doch einfach mal das Becken, wo wir dann natürlich die Hauptzeit, wenn man bei euch ist, verbringen. Ich habe noch zwei Kleinigkeiten, wo wir vorher noch hinschießen. Ja. Und zwar einmal in unseren Shop. Ja. Das heißt, wir haben im Center. Ab jetzt kommt Werbung. Genau, Werbung kann ich hier oben mal einblenden. Genau, also hier ist unser kleiner Shop. Wir sind also tatsächlich ganz gut sortiert, obwohl es nicht unser Hauptding ist. Aber wir haben so das Wichtigste, was man so braucht, natürlich da von ABC über, ja, also alles, was man in so einem Tauchshop erwartet. Was eine sehr, sehr coole Sache ist, das wird jetzt nach Corona an den Start gehen, ist unser neues Testcenter. Das bedeutet, könnt, wenn ihr ein Ticket bei uns gebucht habt, ich fliege währenddessen schon mal langsam, geht er wieder zurück, dann könnt ihr die Ausrüstung, die wir im Shop haben, haben wir fast alles außer Anzüge da, dann auch im Wasser testen. Das Coole ist, es kostet nichts. Das bedeutet, ihr könnt sagen, ich will mal den neuen Garmin, den MK2i testen mit Sender. Ich will mal die neuen Suunto-Computer, da kommen ja jetzt auch ein paar ganz schöne neue raus. Ich will die mal testen, dann bucht euch einfach ein Ticket, quatscht uns an oder schickt uns eine Mail vorab gerne oder einfach, wenn ihr da seid, wenn ihr sagt, gerade hat mein Equipment-Teil den Geist aufgegeben, dann habt ihr im Grunde kostenfrei Zugriff auf das Testcenter. Ihr müsst es auch nicht zwangsläufig dann kaufen danach. Könnt es natürlich, wir haben das alles lagernd, was wir zum Testen da haben. Aber es ist dann kein Zwang. Also das heißt, wenn ihr Interesse habt an irgendwas Neuem, schaut euch einfach mal dieses Testcenter an. Klasse Sache, finde ich gut, ja. Genau. Und dann dürfen wir auch gleich ins Becken abtauchen. Ja, aber so geht es den meisten. Man will halt immer da rein in diesen Turm.
Eine Sache noch, insbesondere auch für unsere B2B-Kunden interessant. Wir arbeiten ja mit sehr, sehr vielen Tauchschulen zusammen. Alle Tauchschulen, egal welche Verbände, egal aus welchem Land, die kommen aus ganz Europa tatsächlich, sehr viele aus Belgien, Luxemburg, Frankreich, also aus ganz Europa, aus ganz Deutschland. Und wenn ihr mit euren Schülern kommt, ihr könnt natürlich einen Schulungsraum mieten. Unsere Kurse finden auch in dem Schulungsraum statt. Und wir haben dann noch alternativ auch große Seminarräume bis hin zu Tagungsräumen. Das heißt, im Hotel, dann, genau, gibt es richtig coole, große Räume, also auch für Hersteller oder Zeitschriften, wenn sie Events machen wollen. Eine sehr, sehr coole Location halt direkt am Beckenrand sozusagen. Für kleinere Kurse einfach hier dann unser Schulungsraum. Ihr seht auch hier, das habe ich eben am Check-in ganz vergessen, diese wunderschönen blauen Dive for Life Tassen. Das kennst du vielleicht noch, Alex, wenn du schon da warst. Wir haben keine Plastikbecher mehr. Brauchen wir keinem Taucher zu erzählen, warum wir keine mehr haben. Deshalb bringt euch immer eine Tasse oder selber halt ein Trinkgefäß, sage ich mal, mit für Kaffee und Wasser. Wasser ist for free, Kaffee kann man sich am Automaten zapfen. Und wenn ihr das vergessen habt, könnt ihr euch so eine coole Dive for Life-Taste bei uns für schlappe 2,50 Euro im Center kaufen. Die sind schon so für mich an der Stelle, dann wäre es für mich an der Stelle noch cool, wenn ich sowieso öfter zu euch komme, dass ich dann mein extra Fach habe oder meine Tasse. Genau. Kannst du gerne machen. Als nächstes. Das passt dann wieder mit den Corona-Beschränkungen nicht zusammen. Und schon wird rund. Ja, genau. Gut, ich fliege mal wieder zurück. Ja, wir bieten natürlich im Schulungsraum Kurse an. Wir bilden aus nach IAC und SSI, vom Schnuppern bis zur Tauchlehrerausbildung, alles dabei. Sehr, sehr viele Kurse auch im Indoor-Center. Das heißt, für alle, die sagen, boah, in den See will ich nicht so gerne, weil kalt oder nicht so gute Sicht oder ich habe Angst vor Fischen, dann kann man natürlich, genau, dann kann man im Center halt auch sehr, sehr viele Specialties machen und Kurse. Auch dazu, wie gesagt, gibt es jede Menge Infos bei uns am Messestand. Und weil wir es tatsächlich die ganze Zeit sehen, kannst du natürlich jetzt auch zustimmend nicken, ihr bietet auch Neu- und Freitauchkurse an. Ist ja auch egal. Genau. Ja, also wir bieten Gerätetauchen an, auch technisches Tauchen haben wir jetzt relativ neu im Programm, gibt es verschiedene Kurse und ganz viel wird natürlich bei uns freigetaucht, weil es einfach ja mega geil ist, frei zu tauchen. Kommt nachher auch nochmal so ein ganz kleines Video von uns und da ist tatsächlich eine unserer TLs dann freitauchmäßig im Wasser. Genau, also es ist wirklich zum Freitauchen natürlich mega, weil es so tief ist. Ja. Ja, jetzt da rein. Dann würde ich sagen, düsen wir mal ab ins Wasser. Wir sind jetzt halt in Vorbereitung für das Video mit der Drohne da rumgeflogen und machen das natürlich nicht hauptberuflich, sondern sind eher die Taucher und deshalb hier unser Abtauchvorgang. Egal, für was du dich jetzt schon von vornherein entschuldigen willst, alles gut. Ihr seid mit der Drohne abgetaucht, Respekt. Genau. Ja, hier sind wir im Endeffekt dann schon im Becken. Wir starten beim Einstieg. Ihr seht die Treppe. Man kann auch, wie man gerade gesehen hat, einfach reinspringen vom Beckenrand, wenn man Einstiege üben will. Und dann haben wir aber im oberen Bereich halt diese ganz flache Plattform, 1,20 Meter ungefähr, also so hüfttief. Da kann man wunderbar halt Übungen drauf machen, entweder wenn man mit einem Tauchlehrer da ist oder Tauchlehrerin. Oder einfach auch Bock hat und sagt, ich will noch mal ein bisschen paar Skills machen im Endeffekt, wenn man ein paar Tage nicht im Wasser war. Dann geht es runter in Richtung 7 Meter Plateau. Da seht ihr wieder die MY Mahdi, die jetzt auch bei dem letzten Umbau neu gebaut wurde. Das ist also so ein kleines Highlight, das kleine Wrack. Und die steht, wie ihr seht, da auf dem 7-Meter-Plateau. Sieht relativ klein aus jetzt auf dem Bild. Nicht täuschen lassen. Ich kenne die Größe der Figuren, die da stehen. Das Ding ist riesig eigentlich, wenn du das jetzt so einschätzt.
Ne, das ist, der Schornstein ist knapp 4 Meter hoch. Also es ist doch tatsächlich ein ganz, ganz cooles Werk. Klar, ist nicht wie die Sizzlegorm, nicht ganz so groß, aber dafür muss man auch nicht so weit wegfliegen. Rein optisch haben sie verdammt viel gemeinsam. Ja, genau. Ne, da sieht man auch tatsächlich wieder so die Geschichte dahinter. Das war unsere Idee, dass es ein Schatzsucherboot sein soll. Das heißt, das ist halt eine versunkene Stadt. Und auch da wird es jetzt nach Corona, muss man leider immer sagen, wieder coole Events geben. Da werden wir eine Schatzsuche machen. Das kennen viele auch schon. Aus Köln eine sehr, sehr spannende Sache. Und hier haben wir natürlich das tolle Becken noch dazu. Ist etwas schwieriger, die Sachen zu verstecken. Aber da kennen wir ein, zwei Plätze, die man auch in dem Becken nicht so einfach findet. Ja, also da, wie gesagt, das Schatzsucherboot und dann schwenken wir einmal rüber zur Grotte. Da sieht man diese schöne große Grotte, die zum einen unten eine kleine Höhle oder Grotte im Endeffekt ist und im oberen Bereich natürlich eine wirklich große Plattform bildet für Übungen. Ne? Das heißt, gerade in Kursen kann man dann von der 1,20er-Plattform über das Wrack hinweg auf die 3-Meter-Plattform abtauchen und dort Übungen machen. Genau, die ist also knapp, wie gesagt, 3 Meter, in 3 Meter Tiefe, hat auch diese Felsenoptik. Man hat also tatsächlich so ein bisschen das Feeling, als wenn man im Meer unterwegs ist. Bei 26 Grad Wassertemperatur. Genau, Nicht zu genau, vergessen. genau. Man sieht auch da links die Scheiben, da kann man ins Schwimmbad rüber gucken. Das Ach so. bedeutet, genau, da kann man in das Schwimmbad rüber gucken. Das heißt, wenn jetzt ein Nichttaucher dabei ist, dann könnt ihr euch ab und zu zuzwinkern von unter Wasser oder euch gegenseitig filmen natürlich. Das ist dann, wie gesagt, von dem Schwimmbad, was wir ganz am Anfang gesehen haben, der Blick ins Tauchcenter. Auch interessant. Tatsächlich. Ja, dann würde ich sagen, schauen wir mal in die Tiefe. Jetzt Also gleich wir sind müssen wir. jetzt der äußere Ring 7 Meter, beziehungsweise Genau, genau. genau. Also wir sind jetzt auf dem 7-Meter-Plateau, das auch recht großzügig ist. Und hier siehst du dann, kippen wir runter. Das ist allerdings jetzt von der Grotte wieder von oben gefilmt, also dass ihr nicht verwirrt seid. Da haben wir den Blick in die Tiefe. Das Schöne ist, wie ich eben sagte, oben haben wir 18 Meter Durchmesser. Im tiefen Bereich, also ab, ne, wo es dann runter geht, ab dem 7-Meter-Plateau, haben wir knapp 9 Meter Durchmesser. Das heißt, da haben wir jetzt nicht nur einen Schlauch, sage ich mal, der runter geht, sondern es ist wirklich ein großer Bereich, wo man halt auch mit ein paar Mann ganz easy rumtauchen kann. Ne? Unten da noch ein paar Höhlen, seht ihr, was man nicht so gut sieht, auf der linken Seite unten ist noch ein Tempel, wo man reintauchen kann. Also im Grunde wie so ein, ja, Tempeldach. Es steht unten ein kleiner Tisch, der ist im Grunde oben an dem Ring zu sehen, wo man sich hinsetzen kann. Und was ich sagen muss, fällt mir gerade mal so ein, es sind normal noch ein paar Leinen für die Freitaucher. Die sind im Moment nicht drinne, weil wir neue Leinen legen für die Apnoisten. Da gibt es jetzt also, wenn wir wieder aufmachen, neue Leinen. Und da haben wir in der Regel dann so zwei auf die 7-Meter-Ebene und zwei, die in die Tiefe gehen. Die können natürlich auch von Gerätetauchern benutzt werden für Abstiegsübungen, für Schulen etc., wenn man sich halt vom Plateau zu Plateau vortastet. Ja, gut, das zum Becken. Also ich höre mich schon da blubberblasen lassen. Ja. Nein, tatsächlich gab es in der Vergangenheit Zeiten, wo ich sehr, sehr oft in Siegburg war. Und es macht echt Spaß. Wie schaut es denn unten aus? Ist es, wenn ich unten bin, dunkel oder ist es so ein Halblicht? Wie ist es zurzeit oder wie ist es? Also wir haben so das Bestreben natürlich bei dem Becken gehabt, dass es recht real Freiwasserbedingungen nahe kommt. Wir machen ja zum Beispiel auch OWD-Ausbildung, also Einsteigerausbildung. Da geht man natürlich auch in den See. Aber trotzdem wollen wir, dass man im Endeffekt von Anfang an so nah wie möglich ans Freiwasser rankommt. Wir wollten jetzt kein Sediment da reinkippen, was man aufwirbeln kann. Aber es ist also
so dass es in der Tiefe etwas dunkler natürlich wird wie im Meer. Aber wir haben, weil manche Taucher immer in der Vergangenheit gesagt haben, boah, ich würde es noch ein bisschen heller wollen, haben wir jetzt auch beim letzten Umbau nochmal einen Riesenstrahler mit, ich glaube, fast 70.000 Lumen unter die Decke gehangen, also ganz ordentlich hell. Der hängt genau in der Mitte im Endeffekt über dem Becken drüber und der macht es unten sehr, sehr hell. Also ich würde sagen, so wie man es jetzt hier in dem Video sieht, ist es ungefähr auch real mit dem Auge zu sehen. Das heißt, es ist unten natürlich nicht komplett alles ausgestrahlt, aber es ist so hell, dass man jetzt nicht unbedingt eine Lampe braucht, sondern da ganz easy ohne Lampe tauchen kann. Wenn man natürlich in die Höhlen und so will, dann macht eine Lampe natürlich Sinn, weil es dann noch mal ein bisschen spannender ist, wenn man halt da auch etwas rumleuchten kann, sage ich mal. Ne? Aber viel, sonst, genau, und zu viel Helligkeit wäre dann wahrscheinlich tatsächlich auch der Faktor, wo ich mir nicht mehr mal überlege, auf den Ticker zu bauen. Genau. Ach, so schön hell, der kann doch gar nicht tief sein. Genau das. Perfekt. Hast du noch irgendwas Taucherisches jetzt vorbereitet oder an der Stelle? Oder sagen wir jetzt hier... Es kommt jetzt gleich noch so ein ganz kleiner Auszug von unserem Dreh. Wir haben ja für alle, sage ich mal, die Bock haben, kommt vorbei, schaut es euch selber mal an. Ich glaube, was für das Tauchcenter noch erwähnenswert ist, wir sind das ganze Team, sind alles wirklich leidenschaftliche Taucher. Wir sind alle hauptberuflich tätig. Wir haben natürlich auch Taucher, die nebenberuflich bei uns arbeiten, aber das gesamte Team brennt wirklich fürs Tauchen. Also alle haben einfach Bock drauf, sind Vollbluttaucher und machen das zwar als Beruf, aber alle auch als Hobby. Und es ist wirklich eine lustige Truppe, die euch da erwartet. Und jetzt während den Drohnenaufnahmen, muss ich sagen, haben wir, glaube ich, 2 Tage sind wir da rumgeflogen und haben eigentlich nur Unsinn gemacht. Und irgendwann halt gerade, dass wir von den Unsinn so wenig sehen, weil sie professionell aus. Ja, wir haben dann irgendwann nochmal gesagt, komm, wir machen morgen nochmal und gucken, dass wir dann auch mal zu Potte kommen. Aber haben ein paar Videos gedreht, die ich jetzt gar nicht zeigen kann. nee, Quatsch. Aber hier haben wir eins, das finde ich ganz cool, das wollte ich euch nochmal zeigen. Ja, sehr gerne. Um dieses Feeling nochmal zu kriegen, wie unser Instructor Fabi elegant, ja, der Körper war noch Haltungsnote B, aber wie man, ja, das ist so das Feeling auch, wenn man morgens reinkommt und aufmacht das Center, dann hat man eigentlich Bock, einfach mal reinzuhüpfen und sich einfach mal in die Tiefe da sinken zu lassen. Ne? Und da sieht man, ja, Fabi macht das auch ganz gerne. Geht eine Runde auf Rücken. Ja. Genau, und ganz entspannt und cool. Ja, also alle ja, haben Spaß einfach an diesem Turm und gerade in den Wintermonaten natürlich mega cool. Ja. Ich kann mir vorstellen, Sebastian, dass an dieser Stelle tatsächlich, wenn Corona vorbei ist, beziehungsweise die ganzen Beschränkungen aufgehoben werden, dass ihr euch vor Anmeldungen nicht mehr retten könnt. Wahrscheinlich sowieso nicht, weil jeder letztendlich extrem viel Nachholbedarf hat. Und für alle, die euch bis jetzt noch nicht kannten, sage ich an dieser Stelle herzlichsten Dank für die Einladung, für das Schmackhaftmachen, für die Steigerung der Sehnsucht. Auch übel nehmen, wie auch immer. Naja, also ganz, weil du kannst ja jeden Tag rein, du musst ja rein. Ja, genau. Wir müssen alle anderen an dieser Stelle kommen dich bald besuchen. Wer noch mehr über das Dive for Life wissen will, ist natürlich, ich versuche mal so ein bisschen die Welle zu euch zu bringen. Mhm, klar. Wer noch mehr über das Dive for Life wissen will, wird auf der Webseite fündig und wird natürlich auch hier auf der Tauchen Digital. Ja. Und denk dran, Gewinnspiele, an denen ich nicht teilnehmen darf, das ist die Chance umso höher zu gewinnen, gibt es auch. Und Messerabatte natürlich. Genau, genau. Trifft man euch, habt ihr die Live-Chat-Geschichte, seid ihr da mit? Natürlich, genau. Wir werden alle 4 Tage von 10 bis 20 Uhr für euch da sein. Das heißt, wenn nicht gerade einer, der Fabi nicht gerade wieder ins Wasser springt, dann sitzen wir da auch an den Rechnern. Das heißt, genau, schaut in die Messeangebote, schaut in unsere News, in die Events, die wir dieses Jahr geplant haben. Und wenn ihr Fragen habt, ja, kommt in den Live-Chat. Wir werden die ganze Zeit, wie gesagt, da sein und freuen uns, euch natürlich dort zu begrüßen. Das perfekte Schlusswort.
dem ich immer noch was dran setzen muss, nämlich ein herzliches Dankeschön. Viel Spaß auf der Messe und hoffentlich sehen wir zwei uns bald mal dort. Genau, auf Von mir 20 Meter. aus auf 20 Meter, Handshake, High Five, wäre ich dabei. Sebastian, lieben Dank an dieser Stelle. Ich danke dir, Alex, und ja, bis auf der Messe, würde ich Bis sagen. gleich, genau. Ich Ja. wünsche dir was. Ciao. Ciao.